Hallo und was geht YouTube? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal The Gentleman's Club. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sei herzlich willkommen. Heute, wie du es schon im Titel siehst, mit ein paar Modebrands, mit ein paar Modemarken, die ich so persönlich zu meinen Lieblingen zähle, wenn es einfach darum geht, sich möglichst jugendlich, modern zu kleiden. Da hat man natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja verschiedene Stile und da will ich einfach so ein paar verschiedene Marken vorstellen, die das so ein bisschen verkörpern, sodass hier heute für jeden was dabei ist. Und wir fangen auch gleich mit einer meiner Lieblingsmarken an, nämlich einer Marke, die ich auch so in den letzten Videos mal vorgestellt habe, einfach weil ich sie jetzt in der letzten Zeit immer mehr und mehr so für mich entdecke. Und das ist die Marke Tiger, wie auch immer man sie ganz gerne ausspricht, ist einfach die Marke, die für mich in den ja sehr stark jugendlich modernen, frechen, auffälligen Stil geht. Und warum auffällig? Viele Teile von Tiger sind einfach darauf ausgelegt, möglichst aufzufallen mit ihren Looks. Sei es mit ausgefransten Hemden, sei es auch irgendwie mit ausgefransten langen Hosen oder mit Hosen, die wirklich starke Musterungen eben enthalten. Hosen, die vielleicht auch so vom Stoff her in so eine besondere Richtung gehen. Wirklich so Looks, die wirklich für Jugendliche, junge, ja so ein bisschen auffällig frech kleidende Menschen eben gemacht sind. Wie ich eben schon erwähnt habe, entdecke ich die Marke jetzt auch immer mehr für mich, einfach weil ich die Looks so auffällig nice finde. Sei es jetzt die Hemden, die ich mir jetzt von der Marke eben ganz gerne mal zugelegt habe, einfach für den Sommer, weil ich mir eben gesagt habe, hey, die T-Shirts von der Marke sind zwar wirklich auffällig und sind so das, was ich ja so am meisten mit dieser Marke verbinde, einfach mit diesen Fransen, mit diesen langen ja Ausschnitten oder Rundausschnitten, aber ich bin persönlich einfach auch ein sehr dünner Mensch, ein sehr ja zarter Mensch und ich brauche einfach auch etwas, wo ich auch ein bisschen ja so das kaschieren kann. Deswegen habe ich mir eben auch so ein paar Hemden eben auch von dieser Marke Tiger oder Tiger eben geholt, die aber eben genauso durch ihre Fransen auffallen, durch ihren Stil einfach auffallen. Und da habe ich eben ja gerade schon erwähnt, die T-Shirts sind eben auch so das Auffällige, was ich an der Marke Tiger eben so feiere. Und da zeige ich euch jetzt auch mal das ein oder andere. Einfach mal ganz locker jetzt genau das, was ich jetzt eben trage, ist eben jetzt so erstmal ein bisschen einfacher als die, die gleich folgen. Aber wir haben eben hier diesen typischen Stil von der Marke auch. Also dieser typische Rundausschnitt. Persönlich finde die Shirts eben auch so einfach mega angenehm zu tragen. Einfach so jetzt gerade im Sommer, wenn du einfach was Leichtes, Luftiges, aber trotzdem mit einer guten Qualität haben möchtest, sind so diese Shirts auf jeden Fall ja zu empfehlen. Aber es gibt jetzt aber eben auch wirklich so dickere Shirts, die auch so ein bisschen in den Oversize-Bereich fast schon gehen. Und diese Shirts sind jetzt eben fast schon mehr für so dünne Leute wie mich gemacht, einfach weil sie das so ein bisschen kaschieren. Ich zeige jetzt auf jeden Fall, was ich meine. Numero uno jetzt hier, dieses graue Shirt, was hier eben auch so auch wieder mit dem Rundausschnitt, finde ich, wie gesagt, auch ein sehr cooles Teil. Hier ist eben so das Besondere, dass dieses Shirt einfach so ein bisschen ja dicker eben vom Stoff jetzt ist. Das finde ich wirklich cool an diesen Shirts, die diese Marke ganz gerne herausbringt. Ansonsten auch wieder auffällig natürlich so dieser Rundkragenstil, dieses einfach wirklich offene an den Shirts. Was ich eben auch ganz nice finde, ist so dieses Eingestickte. Das zeugt eben auch von einer wirklich guten Qualität, anders als beim anderen Shirt. Da war das jetzt nur so, ja sag ich jetzt mal, aufgeklebt oder eben ja aufgezeichnet. Aber hier ist es wirklich schön eingestickt. Was diese Marke auch ganz gerne an ihren T-Shirts macht, finde ich auch eine coole Sache. Kannst du dich auch mal umschauen. Die Shirts gibt es auch relativ günstig. Da wirst du im Internet auf jeden Fall was finden. Entweder bei der Marke selbst oder du schaust einfach mal ja bei irgendwelchen Online-Plattformen für Kleidung. Die haben da immer irgendwelche Rabatte eben am Starten. Da wird es auch auf jeden Fall auch geben. Und gibt es, wie eben gerade schon erwähnt, auch in verschiedenen Farben. Also ich habe es jetzt eben in Grau gerade angehabt und jetzt eben hier auch in Schwarz. Hier eben dasselbe, auch schön eingestickt. Der Markenname ist, wie ich finde, eben auch schön gemacht. Hier auch so ein bisschen ausgefranst. Vom Stoff her auch wieder ein bisschen dicker gehalten, aber ich muss sagen, auch bei warmen Temperaturen hat mich das jetzt nicht gestört, auch wenn es jetzt wirklich die hohen Temperaturenzahlen geht, einfach weil das Shirt trotzdem schön luftig ist, schön weit geschnitten ist, also deutlich weiter geschnitten ist als jetzt das weiße Shirt, was ich anhatte, was dann auch so den Tragekomfort auf jeden Fall wesentlich angenehmer auch jetzt im Sommer macht, also kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Die nächste Marke habe ich eben auf der Suche nach einer Jeans entdeckt, denn ich denke, wir dünnen Leute werden das fühlen. Der ein oder andere wird das sicher auch kennen. Man geht in den Jeansladen und sucht eine schöne Jeans für sich heraus, hofft, dass man die in seiner Größe findet. Aber natürlich gibt es weder irgendeine Jeans für einen im Angebot, noch irgendwie eine andere Hose in der passenden Größe, einfach weil man die Beine von einem Storch hat.
Und hierbei ist einfach das Problem, dass man ganz gerne mal im Internet dann nach der passenden Größe eben suchen muss, einfach weil man sie im Lager eben oftmals nicht hat. Und hierbei habe ich eben jetzt auf verschiedenen Internetportalen eben für Kleidung eben die Marke Sixsilk entdeckt. Und warum feiere ich diese Marke? Zunächst einfach mal, weil sie eben die Jeans hat, die eben für mich passen, die ich eben gerne mag, also wirklich schön dünn, eng gehalten, eng eben geschnitten, aber diese Jeans habe ich dann eben auch so nach und nach für mich entdeckt, haben auch immer diese Musterungen am Start, die wirklich auffällig sind, an die man sich erstmal so gewöhnen muss, sage ich. Aber so nach und nach habe ich eben diese Musterungen auch in den Jeans, die diese Marke sehr gerne macht, immer mehr gefühlt, habe ich immer mehr gefeiert und habe auch immer mehr ja geguckt, mit was man das so kombinieren kann. Und nach habe ich dann auch so die anderen Sachen von der Marke eben mir dann angeguckt, also die Pullover, vor allem auch die Jogginganzüge von der Marke Sixsilk. Und hierbei finde ich die Schnittart für mich sehr angenehm, gerade weil ich dünn bin, sich das Zeug super anschmiegt. Wenn du jetzt zum Beispiel mal so einen Trainingsanzug anguckst, das Zeug sieht super aus, ist immer genauso jugendlich und auffällig gehalten, hat immer diese Musterungen, die ich eben immer so jungen Jugendlichen empfehlen kann, die einfach noch so ein bisschen mit ihrem Outfit auffallen möchten und eben genau dieses junge Moderne eben noch gut verkörpern möchten. Aber wir kommen jetzt eben auch mal zu einer Marke, wenn sich jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, hey, ich stehe vielleicht auch so ein bisschen drauf, für Kleidung auch so ein bisschen Geld auszugeben. Ich mag so diese, ja, edleren Marken auch sehr gerne, wie Boss oder eben Ralph Lauren. Und hierbei kann ich natürlich ganz klar die Marke Hugo empfehlen. Diese typische, ja, Hugo Boss Kollektion eben für jüngere Menschen. Denn Boss hat eben verschiedene Kategorien. Einmal eben eher so Schnitte für wirklich, ja, erwachsene Leute. Diese typische Anzugsreihe, die eher so in diese Business-Schiene geht. Aber Hugo Boss macht eben auch Kleidung ausschließlich eher für Jugendliche. Und hierbei sind eben sowohl die Pullover, die Jogginganzüge eben immer so im Trend, was eben momentan so Stil ist, gehalten. Hier versucht sich eben Boss da eben auch so ein bisschen beim Jugendlichen eben, ja, sage ich jetzt mal, anzubieten. Und das gelingt ihnen auch ganz gut, wie ich finde, wenn man sich jetzt eben zum Beispiel mal die Jogginganzüge anguckt oder wenn man sich einfach allgemein so die Pullover, die T-Shirts, allgemein einfach so die Kollektion anguckt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Oversized Shirts eben von der Marke eben Hugo angucke, finde ich, das machen sie auf jeden Fall sehr gut mit, wenn es einfach so ein bisschen drum geht, so ein bisschen jugendlich zu bleiben, also wenn es so ein bisschen drum geht, sich anzupassen. Genauso diesen Oversized Trend macht man da jetzt eben auch mit. Ich finde, es gelingt ihnen sehr cool, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine Kollektion mit diesem Reißverschluss anguckt, habe ich ja schon mal eben gezeigt. Gibt es auch in verschiedenen Farben, aber ich meine einfach, dass man sich, wenn man eben auf der Suche ist, so ein bisschen nach einer edleren Jugendmarke, man interessiert sich auch einfach so ein bisschen für die teureren Marken, einfach weil es vielleicht der ein oder andere ja aus dem älteren Bereich ganz öfters mal trägt und man sich auch so ein bisschen an der Marke umschauen möchte, aber man möchte einfach eher so im jungen, ja, im jugendlichen Stil bleiben, dann kannst du dich auf jeden Fall mal bei der Marke Hugo eben umgucken und dann wirst du auf jeden Fall mal so das ein oder andere auch edlere für die Jugendlichen finden. Und die nächste Marke ist jetzt eben auch so eine Marke, die ich eben vor allem noch so ein bisschen, als ich jünger war, auch noch getragen habe. Das ist ganz die Marke Urban Classics. Das ist auch so eine typische Jugendmarke, die wirklich, ja, wenn es so darum geht, so ein bisschen, wie der Name schon sagt, so ein bisschen, ja, Underground Fashion eben zu betreiben, also so diese typischen Marken, wie man es vielleicht so Criminal Damage kennt, so in die ähnliche Richtung geht Urban Classics. Für mich war es damals einfach so eine Alternative, weil die Kleidung von Urban Classics eben in so eine ähnliche Richtung geht, aber eben jetzt vom Preis eben nicht ganz so happig war, wie es zum Beispiel Criminal Damage eben manchmal eben war. Also da hat man ja teilweise schon viel Geld ausgegeben für die Marke Criminal Damage. Und hierbei habe ich mich dann eben an Urban Classics gewandt, die eben auch, wie der Name es eben schon sagt, so ein bisschen urbane, jugendliche Underground-Mode anbietet. Ich persönlich habe da zum Beispiel sehr gerne diese typischen Bomberjacken von Urban Classics gefeiert, aber eben auch so diese typischen Longsleeve-Shirts oder Longsleeve-Hoodies von Urban Classics habe ich sehr gefühlt. Ist eben auch so eine, ja, Marke, die ich Jugendlichen auf jeden Fall empfehlen kann, aber eben auch eine Marke, die auch preislich nicht so ins Geld geht. Also wenn du eben auch so auf der Suche bist, hey, ich möchte mich jung, modern eben kleiden, möchte da so ein bisschen was für mich finden, aber möchte auch nicht so viel Geld ausgeben, dann kannst du auf jeden Fall mal auch bei Urban Classics eben, ja, dich mal umschauen. Also das war für mich eben damals so, gerade wenn man eben nicht so viel Geld ausgeben will, da auf jeden Fall eine gute Option. Ja, ich hoffe jetzt, das ein oder andere war hier im Video für dich dabei. Das waren jetzt so meine persönlichen Highlights. Hier hat natürlich jeder so, ja, seine eigenen Lieblinge. Folglich hoffe ich natürlich, deine Meinung in den Kommentaren zu lesen. Ansonsten, wenn dir der Typ von der Kamera sympathisch war, lass gerne ein Abo auf dem Kanal da. Bleib gesund in dieser Zeit. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und ciao.